Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder zurück mit unserem Freund Lincoln Clay. So, jetzt muss ich wieder natürlich obligatorisch den Ausgang erstmal aus diesem Laden hier finden. Das ist immer so schwierig. Ne, ich glaube, hier geht's raus. Wird es mit dem mal schwierig. Ich hoffe, dass es passt. Ja, wunderbar. So, was haben wir dann als nächstes vor? Genau, was haben wir in der letzten Folge überhaupt gemacht? Ja, genau, wir haben, haben wir nicht in der letzten Folge Michael Greco auseinandergenommen? Ja, tatsächlich, doch. Ich glaube, ihn haben wir nämlich im letzten Part, ja, mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen. So. Was nehmen wir denn als nächstes vor? Ich habe vor... Was haben wir denn da vor? Moment. Ich glaube, wir hatten den Part vor. Rede mit Vater James. Wie es wirklich läuft. So ist die nächste Mission. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Das wird heute ein actionreicher Tag für mich auf jeden Fall werden, nachdem ich gestern ja fast ohne Stimme komplett flach lag. Kollege. Dachte ich mir, heute machst du mal wieder ein bisschen was. Also ich bin noch nicht ganz mal Damm, aber meine Stimme ist zumindest wieder da, wo sie hingehört. Ja, gestern ging einfach gar nicht, beziehungsweise das Wochenende ging einfach überhaupt nicht. Da lag ich so derbe flach. Da war an Aufnehmen überhaupt nichts zu denken. Gott sei Dank habe ich ein bisschen vorbereitet an Missionen. Oh, beziehungsweise an meinen Projekten vorbereitet. Dass ich auch mal gut und gerne ein, zwei, drei Tage ohne bleiben kann. Wo ich auch letzte Woche zum Beispiel mit meiner Freundin war, 5 Tage. Kein Problem, wir konnten mal, da ohne Probleme alles so ein bisschen, ja. Konnte es eine oder andere ausfallen lassen. Ja, für die Leute, die fragen, wo bleibt denn The Witcher zum Beispiel? Moment, da fehlt einfach Motivation für das Spiel. Ja, ich brauche Motivation, wenn ich sage, ich habe da unbedingt Bock drauf, ich will es unbedingt machen. Dann mache ich das auch. Und wenn die sagen, heute nicht, dann. Lass es lieber sein, bevor ich da was unnötig hinklatsche, habe ich auch keinen Bock drauf dann irgendwie. Ich will euch ein bisschen Qualität bringen, weil ich muss Bock haben auf die Projekte. Ja. Ja, genau. Wir gucken. Moment, da ist irgendwie wieder so ein. So, warte mal, da ist nämlich. Ach, ich hab gar keine Teile mehr. Scheiße. Ja, was soll er jetzt machen, der Kopf? Ich weiß, dass er mir angezeigt wird. Scheiße. Ja, Michael Greco, das war nicht so. Ich habe hier nur eingeparkt, Kollege. Kollegin. Also kein Grund jetzt irgendwie. Ja, Scheiße zu machen. Moin! Ich kann's kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Entschuldigung. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Ich hab nicht gedacht, dass ich durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und den Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Bruder muss los. Gut. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. So, ich organisiere mir jetzt gerade mal was anderes noch schnell.
Und zwar den Ersthilfekasten hier. So. Dann haben wir das auch zumindest mal. Sicher, sicher. So, was müssen wir dann als nächstes machen? Ja, dann machen wir das mal eben kurz. Dann gehen wir heute mal ein bisschen quatschen mit den Leuten. Wir machen uns jetzt auf da. Point wäre dünn, rede mit Burke, wenn du abhaust. So, ich brauche jetzt mein Auto wieder. Das steht hier vor der Tür, das ist gut. Das sind jetzt, oh, gut einen Kilometer weg, also haben wir heute ein bisschen Fahrzeit. Aber heute mal ein bisschen weniger Action. Aber wir gucken mal spontan, wie es heute läuft, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich muss ja Bock auf die Spiele haben. Wenn ich jetzt sage, ich habe Bock jetzt ein bisschen auf Mafia 3, dann mache ich das auch auf jeden Fall. Ich denke, dass im Nachzug, also ein bisschen im Nachzug, danach ein bisschen weiter mit GTA machen werde. Weil ich einfach Bock drauf habe. Übrigens am Montag startet ein neues Projekt bei mir auf Kanal nach The Division 2. Das ist jetzt abgedreht, Gott sei Dank. Dementsprechend freue ich mich am Montag auf euch bei Scheiße, der kommt da vorne, das ist natürlich nicht ideal. Freue ich euch am Montag bei begrüßen dürfen wir Metro Exodus. Wo wir gerade ein bisschen bei Weltuntergangsstimmung sind. Nach The Division, also wie gesagt, mit dem Exodus startet am Montag um 16 Uhr. Da freue ich mich auch schon drauf. Also die ersten 4 Folgen habe ich schon aufgenommen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Und übrigens auch noch ein riesen Dank an mittlerweile über 500 Abonnenten auf meinem Kanal. Also das hätte ich tatsächlich nie für möglich gehalten, dass das irgendwie mal erreicht wird und alles drum und dran. Danke, danke, danke. Klar, die Aufrufe könnten deutlich besser werden. Aber jetzt müssen wir mal... Aber trotzdem ein Riesendank an euch. 500 mittlerweile. Jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viele sind, wenn die Folge rauskommt. Es scheint jetzt ins 502 Abonnenten. Aber da kann man auch schon mal ein bisschen stolz auf sein, das kleine YouTuber. So. Oh, YouTube. Sorry, we are closed. Warte mal, das heißt, wir müssen den Hintereingang wahrscheinlich nutzen, oder? Ja. Ja. Ganz hell im Kopf ist der Kollege nicht, oder? Fabian Irrer, du musst wirklich mal zeigen, dass du uns ernst meinst. Fahr raus und fahr auf der Spalte. Schaut, verhöre kanzige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es ist. Hat man aber schon mal. Komm mal her, Kollege. Ist nicht dein Glückstag, du Wichser. Was glaubst du denn, was du da machst? Erstmal nicht über. Bist du Überzeugungsarbeit? Wer von uns beiden die größeren Klöten hat? Der Nigger oder der Mick? So, komm on. So ist es brav, dir Papa. Immer schön die Löffel anziehen. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky.
ich muss bis jetzt. Heilige Mutter, da lutscht mir doch einer den Schwanz. Na komm, sag ja. Jawohl. Sehr gut, ich hab's kapiert, du Mongo-Wichser. Halt hier an. Und okay. Jetzt raus mit dir aus meinem Auto. So. Komm bei mir im Laden vorbei, dann reden wir übers Geschäft. So, dann fahren wir dem jetzt hinterher. Habe ich das nicht gerade getan? So, warte mal, ich gucke gerade mal auf die Karte. Aktualisieren, halt alles, check aus. Habe ich doch gemacht jetzt gerade, oder nicht? Aha, das hat einen Moment gedauert. So. Story-Auftrag freigeschaltet. Nation Once Again heißt die nächste Mission. Trifft sich mit Burke. Okay, das ist gut. Das ist wunderbar. Das ist mit der Folgemission. Dann machen wir das heute auch noch. Schnell. Dann quatschen wir heute mal nur ein bisschen. Das muss ja auch manchmal sein. Also manchmal, ja, muss ja nicht immer nur Fette Action sein. Also wir haben jetzt mit Pater James gesprochen. Wir haben Burke überzeugt. Und jetzt schauen wir mal, wofür wir den Guten gleich einspannen können. Hoffentlich ist er gleich ein bisschen nüchterner als... Oh, oh, oh. Alter. Hoffentlich ist er gleich ein bisschen nüchterner, als er, ja, super. Also eben vor Polizeirevier da Straftaten begehen. Ist auch nicht die beste Idee gewesen, aber, mein Gott. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keine Cops haben. Ich habe nämlich genug von den Typen. So, dann fahren wir hier lang. Ja, wie gesagt, das Spiel erinnert mich so ein bisschen an, ja, an das frühere GTA Vice City. Auch so ein bisschen, also es liegt so aus. Also meine Unteraufgabe ist halt quasi die Stadt wieder ein bisschen sicherer zu machen und mit den Leuten, die uns quasi ja mehr oder weniger fast umgebracht haben, abzurechnen. Über ganz viele Unterbosse kommt man natürlich an den Oberboss rein. Der Oberboss heißt es nämlich Saul Marcano. Ja, fahr, mein Gott. Uschi, komm, Abflug. Oberboss hat den Samarkand und die ganz viele Unterbosse. Ich glaube, Michael Greco war einer. Und, warte, ich gucke gerade mal. Die Abschlussliste, da müssen wir nämlich mal kurz drauf. Genau, Dixie Mafia, die haben wir schon abgearbeitet. Roman der Schlechter Barbieri, da sind wir jetzt nämlich als nächstes dran. Das ist ja quasi der, den wir brauchen. Das heißt, es fehlen uns für danach nur noch drei Unterbosse, um halt drei Unterbosse klar zu machen und dann irgendwann den ganz großen Coup zu landen. Und zwar Saul Marcano auszuschalten. Genau, Michael Greco haben wir ja schon geholt. Und die Dixie Mafia, ich glaube, das war ja, war das durch, nee, Richie, war das durch Richie? Der war da am Riesenrad kurz einmal aufgeknüpft haben? Oder gehörte der nicht dazu? Ich weiß es nicht gerade. Ja, und Roman der Schlachter Barbieri, das ist der nächste auf jeden Fall. Der als nächstes auf der Liste steht. Wie gesagt, danach fehlen uns noch drei. Und dann haben wir. So, ich packe mal hier aus. Das sind wir unsere Leute hier. So. Dann gehen wir mal hier rein. Zack, zack. Erzähl was Neues.
So. Die Verbündeten suchen von Fahrzeuglieferung, dass sie ein neues Fahrzeug bringen. Nö, brauchen wir nicht eigentlich, theoretisch. Die Fahrzeuglieferung. Du kannst den Fahrzeuglieferdienst anrufen, um dir einen Wagen aus deiner Garage bringen zu lassen. Ich hatte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Makanes Leute und so einen Kapus kümmerst. Auch wenn ich ehrlich bin, oh Moment, wir könnten ja tatsächlich mal wieder anfangen, Teile zu sammeln. Ich verliere nämlich. So, rede mit Nicky Burke. Schon wieder? Was habe ich eben schon gemacht? Das heißt, wir quatschen heute nur mit Leuten? So, die Frage ist, wo ist denn der? Ist der nicht immer da hinten? Ich meine, weiter ist es ja nicht, ne? Warte mal, ups. Ich habe vergessen, ich sollte mal die Markierung wieder setzen. So, dann quatsch mal mit dem nächsten Kollegen. Nicky Burke. So. Ja, ich weiß, aber ich würde gerne noch das Bild hier mit einsammeln. Zack. Teil 1 von 4 Vargas Gemälde in Point Verdun. So, Nicky. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Bervers geleitet wird. Ein harter Hund. Ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Bervers hier erzählt, wo seine Brennereien sind? Er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Eine Karte könnte helfen. Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann. Nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wenn du wissen willst, was Bervers vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Jo. Da liegt noch ein Teil. Das nehmen wir dann natürlich auch noch mit. So, was haben wir denn hier auf der Karte überhaupt? So, wir haben Point Verdun, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir haben das nächste Gebiet. Dino Barbaros, der erste Feind, den wir noch kriegen müssen. Ja, und der Schwarzgewander. Gut, da würde ich aber sagen, wir machen hier mal einen Feierabend. Ja, wir machen hier mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann fangen wir an, so Step by Step, das nächste Etablissement auseinanderzunehmen. Und das heißt dann Schwarzgebrannter. Wahrscheinlich eine Brennerei. Ja, dafür müssen wir aber erstmal anfangen, die Leute auszuschalten. Ihr kennt, wie das läuft. Ja, und dann ab der nächsten Folge. Das passt nämlich sonst nicht mehr so ganz rein. Bis dann und tschüss.